choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ich begrüße euch ja gerade im Menü, weil ich eigentlich hier von dem Boss hier gerade stehen wollte, aber überall hier sind Gegner, die mich die ganze Zeit verfolgen. Deswegen kann ich ja nicht in Ruhe rumlaufen. Ja, ich würde sagen, wir gehen schon mal in den Bosskampf rein, ne? Und dann erkläre ich euch, was wir ja nur so machen, ne? Du, komm her. Ich weiß, das bringt nichts, aber egal. So, in der letzten Folge sind wir immer noch mit Aventurin hier rumgelatscht. Und haben ich möchte ich vielleicht erledigen, aber ich kriege mit links ist noch nicht mal schnell genug, um ihn zu erreichen. Cool, dann trete ich dich eben ins Gesicht. So, in der letzten Folge sind wir noch mit Aventurin hier durch die Gegend gerannt, haben weiter sind durch dieses Labyrinth hier rumgeirrt, haben wir sind noch ein bisschen am Rumeiern, wurden die ganze Zeit von diesen einen Typen verfolgt, der genauso aussieht wie uns, er sieht aus wie uns. Und ja, wir verfolgen dieses kleine Kind hier, was wahrscheinlich wir sind, nur als Kind. Und ja, guck mal, wie es da weitergeht, ne? Wie Aventurin ja eine Lösung findet hierzu, die Morde alle aufzuklären und so, ne? Und den Tod zu finden. Nehme ich mal an, ne? Schon wieder vergessen. Die Aufnahmen liegen immer so weit auseinander, deswegen verlegst du manchmal den Faden ja so rum in der Story. Ja, dich muss ich jetzt 6-mal angreifen, was ich wahrscheinlich nicht schaffe. Oh, meine Energie. Ich glaube nicht, dass ich die 6-mal erledigen kann. Nee, sieht nicht so gut aus. Der wird jetzt wehtun. Aua. Oh Gott. Warum ist Acherons Schild immer so schnell weg von allen Charakteren? Jeder Charakter hat nur ein Schild, nur sie nicht. Versteht nicht. Ah, wie kaputt. Boah, der ist immer noch am Leben. Oh. Ich mit dem Team gegen den Boss kämpfen muss, ne? Und dann glaube ich nicht gut ausgehen. Du bist auch noch am Leben, das gibt's nicht. So, geh mal kaputt. Der lebt ja immer noch. Der ist so kaputt. Gibt's doch nicht, Mann. Das ist Teil, da wollte ich nicht machen. Und nur ihre Ultimate machen. So. Oh ja. Schlitz. Oh Gott, der hält schon wieder so viel aus, ne? Schon da ein mächtiges Power schwanken. Herdhitze, was? Was hast du mit denen gemacht? Hm. Ja, den Typ muss man normalerweise mit Schaden über Zeit hier erledigen, ne? Um den davon abzuhalten, ja, aber nicht zu überhitzen und voll Schaden zu machen, aber das schaffe ich mit dem Team leider nicht. Weil ich keinen Schaden über Zeit habe. Ich habe nur Schaden im Hier und Jetzt. Vielleicht, wenn ich mir die Ultimate alle aufspare. Ja, vielleicht eine Idee, ja. Gucken wir mal. Dass ich mal ihre Ultimate wieder habe, ne? Ja. Na, wird schon wieder nichts, ne? So, warte mal, 1, 2, ne.
wird nichts, wenn ich jetzt mit allen die angreife sechsmal. Nee. Gott verdammt. Ach. Alter, merkt ja so viel aus, ey. Der wird immer stärker, ne? Ne, 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 das hat das Ding hat schon aktiviert. Ah. Böse Teil. Vielleicht ein Ultimate einsetzen sollen. Sie ist auch die einzige, die ja den brechen kann. Ey. Oh. Gibt's da einfach nicht her. Na, no, er kommt viel zu schnell wieder dran. Oh. So. Ich kriege 6 Treffer rein. Dann nimmt er nämlich ein bisschen Schaden. Ja, komm mal. Lass mich mal kurz gucken. So, jetzt greift sie ihn dreimal an, ne? Zieht er das dreimal? Ich glaube nicht. Nein, das gibt's nicht. Jetzt hinten uns ein Angriff. Und er wird jetzt sowieso gebrochen. Jawohl. So. Bonk, jawohl. Wie viel Schaden er genommen hat dadurch. Vollgang, dafür sind eigentlich auch nicht schlecht gegen den, glaube ich. Megapod. Ja, der macht mit seinem normalen Angriff so viel Schaden, ne? So, da war schon wieder, boah. War schon wieder viel länger gedauert als eigentlich geplant. LP, Angriffskraft. LP, warum LP? Das ist eigentlich gut für, der Z ist eigentlich gut für Galaga, weil er Brucheffekte braucht, aber der braucht nicht irgendwie LP, so wie alle anderen Eider. In seiner Heilung hat irgendwie, weil nicht so festen. Oh Gott! Er hat irgendwie so festen Heilung. Im Gegensatz zu halt. Hab ich da gerade vorher gesehen? Nee. So, hey, wer sind die? Die 3 Stooges? 4 Stooges? お兄さんを見てると不思議な感じがするんだ。興味が湧くっていうか、なんかうずうずするっていうか。お兄さん、楽しかった？君は帰るのかい？うん、そろそろ帰らないと。 暗くなってきたし、雨も降りそうだから、みんなに心配かけるわけにはいかないしね。君の家はどこにあるんだ？おかしなこと聞くんだね。家はお父さん、お母さん、お姉ちゃんがいる場所。Wo ist das? この夢だよ。 この遊園地、この夢は本当に穏やかだよね。だからみんな、ここが大好きなんだ。でも、お兄さんは嫌いなんだよね。どうして？彼らがここにいないからだよ。 So, ja, schon wieder, geht mir auf den Nerven. Ich
Jetzt steht der Aventurin. ステージの中央に押し出されることだけを望んでいる。そしてこの宴の3人目の犠牲者になることして僕にはできる。それも完璧にね。 君の幸運はきっとちょうどいいタイミングで君を助けてくれる。一つの性格と一人の知恵、ただそれだけの話だ。これでカンパニーもテーブルにつく資格を手に入れられる。そして君も果てしない渦の中から抜け出して夢にまで見た救済を得ることができる。 初めてじゃない。これは君の一番得意な一番望んでいるやり方だ。このドタバタ劇は死で始まり、死の中で幕を閉じる。だからダイヤモンドは君を選んだのか。彼が欲しいのはピノコニーだけだ。 手段も代償も厭わない。具体的な人間とも関係はない。まあ、それは大変そうだね。急に思いやりが出てきたけど、両親がいたんだのかい？僕は結局君の自我の中から生まれた存在だからね。投げ出したチップ 取り戻すことの難しさはよく分かってる。 Also wenn du meine Zukunft bist, ne? Na, ist doch, was auch immer ich jetzt mache, wird gut ausgehen, ne? Also du bist eine Halluzination, ne? Was wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ist, ne? 僕たちにできることは全てのチャンスを掴んで 1秒でも多く勝ち取ることだけだ。ああ、残念ながら人は一生正しい決断だけをすることはできない。たとえ常に幸運が味方しているとしてもね。君は常に勝ち続け、負けたことがない。でもどうして君なんだ。 君じゃないといけなかったんだろう。もし幸運な人の奇跡が彼の愛するすべての人、さらにはそれ以上に多くの人の不幸の上に成り立っているとしたら、もし君のもたらす雨が地母神の慈悲と恵みの象徴なんかじゃなく、 何度も訪れる無意味な死でしかないとしたら、そうだとしたら僕たちは一体どれだけの過ちを犯してこの世に生まれ
その終点にたどり着いたら僕たちの迷いも答えが得られるかもしれない分かった僕は先に行くよこの先で君を待ってるから最後の時間を使ってこの子にちゃんと別れを告げるんだできる限り後悔なく死ねるようにねこれで残ったのは僕たちだけだね Wird der Typ sterben? Also für echt? For real, for real? Ist das alles irgendwie sozusagen so sein Leben vor dem Tod? Sein Leben, das vor seinen Augen ja vorbeiziehen? So ein Foto machen von was? Mal solch ein Foto machen. Mach ein Foto von. Ach, ich habe sein Gesicht gar nicht gesehen. Ne? Okay, speichern. Irgendwie nicht. Was hinter dem Ding? Nur dein Gesicht sehen. そうすれば、もっと自然な表情になるからね。うん、そうする。それでお兄さんもそろそろ帰るの？僕はまだ帰れないかな。ここでまた。別のショーをするからね。じゃあもうすぐステージに立つんだね。なら行こう。ステージのところまで送ってあげる。Ich glaube, Turin irgendwo die ganze Zeit in der Gasse. お兄さんって役者さんだったんだ。通りで綺麗な服を着てると思った。いや、実は僕は商人なんだ。でもここでショーをするんだよ。黒い服を着た人たちみたいに？でもお兄さんは黒い服を着てないよね。あの服を着てるのは一人だけなんだ。Mich aufhalten können。Das ist ein Vogel。Okay, habe ich gerade den Ding abgebrochen, weil ich das Ding ja aus Versehen oder gar nicht untersuchen. Hey, ich sehe einen Vogel, geht mal weg. Das ist so eine geile Fähigkeit, ne? Kräftig sehen, ja. Was habe ich falsch gemacht? Warum nennst du mich nicht Hanu? Vielleicht brauche ich eines Tages auch einmal Hilfe. Piep, bitte nehmen Sie so lange das Geschenk an. Hallo Vogel, Probe der Vernichtung. Danke. Blitzender Flitzer. Also da unter. Weil. Stellt sich irgendwie heraus, dass irgendwie Aventurin die ganze Zeit hier voll betrunken in der Gasse oder so liegt, ne? Während er ja alles halluziniert, ne? Halluziniert. Weiß nicht. Wenn er mal der Tali zuniert. Was? Was? Ach da, boah. Hab ich gar nicht gesehen. Sind eigentlich auch ein bisschen dämlich diese Rätsel, weil du immer gibt immer nur einen Weg, den du gehen kannst. Also da jetzt extra aus dem Ding zu machen, weiß ich nicht.
Da ist der Turm. Wie komme ich da hin? Rogent über die in die aufgehörte Erde fallend. Laufen wir im Kreis. Ich höre einen Vogel irgendwo. Ja, da oben auf dem Schild. Nee. Ja. Ich kann sie jetzt hören. Die stabilste Form ist ein Dreieck und das leckerste Getränk ist Seelfroh. Piep. Es wird Zeit, dass ich heimfliege und weiter mein Nest baue. Du kannst den Rest von diesen Seelfroh haben. Piep. Großzügiger Vogel. Du hast mir gar keinen gegeben. Du hast mir eine Sturmhaube gegeben. Die kann ich nicht trinken. Außer als bin ich einmal im Kreis gelaufen, ausgezeichnet. Oh Gott, jetzt gehen wir hier rein. Hier kommt definitiv ein Boss oder irgendwie so was, ne? ありがとう。まだ緊張してるみたいだけど。よし、じゃあ手のひら合わせしよう。チボシンの加護があればお兄さんも気が楽になるはずだから。手のひら合わせはちょっとした儀式なんだ。手のひらを合わせてマザーフェンゴに祈りを捧げると マザーフェンゴが祝福してくれるんだよ。知らないなら僕が教えてあげる。大丈夫、知ってるから。もちろんね。ここでお別れだね、カカワーシャ。もうすぐカティカ人が来る。 どうしてカティカ人は僕たちのお金も食べ物も奪って、お父さんとお母さんまで殺したのに、これ以上何が欲しいの？カティカ人は血に飢えていて残忍で欲深いの。彼らは全てを手に入れたいと思ってるから何も得られないままなんだよ。これは計略であり復讐でもある。覚えてる？ 今日はカカワの日。そう、あなたの誕生日なの。彼らはエビキン人がこの日に必ずお祭りを開くことを知ってる。この雨を利用して彼らは私たちの荷車を壊し全てを奪いに来る。でもカティカ人たちは今回私たちが抵抗しようとしてることも、 空から来た黒い服の人たちが私たちの味方をしてくれることも知らない。彼らがいれば、カティカ人に勝ち目はない。必ず自分たちの傲慢さの代償を支払うことになる。この雨がなければ、カティカ人は行動を起こさないし、私たちもチャンスをつかめない。これは全部、チボシンのお恵みなの。そして、 あなたはカカワーシャ。あなたの幸運がお姉ちゃんが成功するよう守ってくれるんだよ。でも誰か死んじゃうかもしれないし、お姉ちゃんだって危ないし、これのどこが幸運なの？どうしてこんなことするの？エビキン人は必ず仇を討つ民族だからだよ。 チボシンが私を呼んでる。お父さんとお母さんも私を待ってるから答えないといけないの。でもチボシンはあなたが生き残れるよう幸運を授けてくれた。あなたが生きている限りエビキン人の血が絶えることはない。だから逃げてカカワーシャ。怖がらないで、絶対に振り返っちゃダメ。山の向こうへ行くの。 雨はあなたと共にある。きっとあなたを守ってくれるから。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。
地母神があなたのために三度瞳を閉じますように。あなたの体を流れる血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。さようなら、カカワーシャ。スターピースラジオが本日のニュースをお伝えします。カンパニー市場開拓部のスポークスマンによると、無主星グッズガンニアで小規模な反乱が起きたとのこと。現在状況はコントロールされているものです。 Okay. Jetzt 反乱を起こしたのはカティカという部族で、Nein. この部族は長い間カンパニーに対して不満を抱いており、市場開拓部の現地での活動にも深刻な悪影響を与えていました。カティカはカンパニー保護下にあるエビ金属に大規模な襲撃を仕掛け、判明しているだけでも6728人が死亡、3452人が行方不明となっています。負傷者は現在医療救助組織トラウマフロントが受け入れており、スポークスマンはこの深刻な人道的災害に深い哀悼の意を示すとともに、全生還市民に向けて本件に関する重要なスピーチを行いました。最後彼は、私たちが生まれながらにして持つ基本的権利を守るため、生死、種族、思想にかかわらず、孫悟の大槌は全ての生命に振り下ろされるでしょうと述べました。カカワーシャ。Oh, der Nebel ist weg. Wenn wir die ganze Zeit gesehen haben, die Bühne betreten. Ich bin mal gespannt, was da ist. Yoshi. Yakshano Jumbi wa totonotta. Wir hätten eigentlich sofort hier durchgehen können, ne? Aber wir müssen erst noch hier in zwei Parts rumlaufen, ne? Kono Kouen wa kimi ni sasage yo. Kore ga kimi ni.忘れられない思い出を残してくれることを祈ってるよ。カカワーシャ。Also bin ich mal gespannt. ああ、そうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？仮に、あくまでも仮定の話だけど、僕がダイスを振るたびに毎回この結果になる可能性があるなら、きっと僕は喜んで賭けるだろうね。Wieder zurück zu uns. Oh Mann. Hey, wir treffen uns auch endlich. Also, nee, wir haben sie auch schon getroffen. Wieso hast du mich einfach übersprungen?Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Wir kennen sie auch schon. Berto が一緒に行動すると決めたってことは、あんたを信頼してるってことだもの。私たちも同じようにベルトの判断を信じるわ。あなたたちの関係は本当に羨ましいな。ヨミさんは危険分子ではないし、請求列車に敵意を持っているわけだ。アベンチュリンさんは彼女を一方的に犯人扱いしていただけだ。これからも彼女を信じる。彼には納得のいく説明をしてもらう必要がある。それって三者が顔を合わせる場を作りたいってこと？ああ、まあ。アベンチュリンさんの行動の裏にはもっと深いロジックがあるはずだ。きっと彼は最初からピノコニーの秘密に気づいていて、
それを暴くためにいろいろと画策していたんだろう。こうなった以上、彼の計画の中で請求列車がどの位置にいるのかが重要になる。最悪の場合、Also läuft alles darauf zurück, was ich vorher gesagt habe. Ne, man kann Aventurin nicht trauen. Ne, den habe ich ja die ganze Zeit schon nicht getraut, weil die erste Person, die mir voll sus ist. Vor allem, da er jetzt hier anscheinend mit Sparkle irgendwie gemeinsame Sachen macht, ein bisschen, welcher auch nicht so eine friedliche Person ist, glaube ich. Ne, dafür sind Protagonisten da. Wir sind die Protagonisten. Tokyo-Yano-Nazo-Tokyo-Akasu-Niwa-Kampanie-No-Motte-Iru-Johou-Ga-Hitsu-Yo-Ni-Naru-Wa-Tatoe-Achikochi-Ni-Kiken-Ga-Hitsu-Ni-Tatoe-Yo-Ne-Igi-Wa-Nai-Yo-Dana-Sore-De-Yomi-San-Wa-Mochiron-Dou-Kou-Sa-Sa-Te-Mora-Ja-Shu-Pat-Shi-Yo! Bist du schon? Ich habe schon gezogen. Ja, vom Teufel spricht, ne? Oh Mann. Müssen wir gegen Aventurin kämpfen? Ja. Was war ein Zufall? So, Sibyl, was willst du? Oh Mann. Oh, sind wir hier in so einem Punkt, so, hör mal. Wenn wir jetzt hier hingehen, gibt es kein Zurück mehr. Okay, dann gucken wir mal. Okay, das ist ein... Das ist sehr ein verdächtiges Zeichen. Lass mich nur mal zur Sicherheit. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Weiß nicht, ob meine Buffs noch bleiben werden, je nachdem, was jetzt passiert. Upsala. Ich dachte, wir gehen jetzt in eine Sphäre rein oder so. Oder wie auch immer die Dinger mal hießen. あの長い話を手短に誰かに伝えるのは俺でも難しい。だが俺は君を信じたいと思っている。君に対する信頼はほとんど個人的な主観から来るものだ。そしてきっと彼らの立場でも同じ決断を下したはずだと俺は信じている。 Stimmt, wir haben Acheron die ganze Zeit nur in der Traumlandschaft getroffen, ne? Das ist die echte Acheron dann, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das ist so eine Art Dings. Oh Gott. Ja, sicher, das war sich noch neuer Gegner. So, ich brauche normal Eis und Elektro. Pff. Ich habe nichts davon. Ich will mit dem Team hier rein. Normal Eis Elektro. Ich hab nur Elektro. Super. Dann nehme ich mal, Bailo rein. Einfach nur, damit wir so ein bisschen auf die sichere Seite sind. Dann verlieren wir jetzt zwar einen Angriffsboost, weil Sparkle hier Quantencharaktere einen Bonus gibt. Oder die ganze Gruppe wird stärker, je mehr Quantencharaktere in der Truppe sind, aber trotzdem. Ich nehme einen stärkeren Heiler. Ich
Ich nehme an, wir kämpfen jetzt ja gleich. Oh Gott. Ich kann gar nicht hier rumlaufen. Genau. Gehen wir direkt zu dem Bosskampf. Ich glaube ja. Ne? Sieht irgendwie so aus. Oh, warte. Gott. Wenn ich die ganze Zeit vorausgelaufen wäre, dann wäre dieser Dialog hier abgebrochen. Also Leute. Gott. Was passiert da? Das ist ja mit Tekken-Musik hier. Na, ob das hier in einer halben Stunde noch hier zu Ende gehen wird, ich glaube nicht. Guck mal, Mama, ich bin im Fernsehen. Mein Gott, muss ich eigentlich jedes Mal irgendwie, genau wie mit Paimon, jedes Mal, wenn ich ein bisschen rumalber, direkt so, boah, hörst du mal auf. Mein Gott, sei doch nicht mal so Spielverderber. Robin, Glühwürmchen. Ja, ich wollte gerade sagen. Was genau willst du damit sagen? そんなことができるなら、これまでにいくらでもチャンスはあっただろう。おや、かけるのかい？いいだろう。ならこれはただの賭けに過ぎないからね。僕はツガンニアの砂漠から来たんだ。たった60枚の銅貨のために人々は僕の体に焼き印をし、枷をはめ、貼り付けにして砂の中に埋めた。でも太陽は僕を殺さなかった。それどころか、 リュウサは僕を学会とカンパニーの懐へと運んでくれた。覚えておくといい。僕は偶然一度勝ったんじゃない。一度も負けたことがないんだ。
君たちに睡眠は死の予行演習ということわざを紹介しよう。生命体はなぜ眠るのか。それは僕たちがまだ死を迎える準備ができていないからさ。毎晩夢を見るのか。死に向かっている。Kannst du mal zum Punkt kommen? まさに今この瞬間も。Wie geht's schon wieder los?Zeig mal, was jetzt kommt. So, wer hat seinen Stock rausgeholt? Da, wo ist diese Krähe? Die Krähe ist überall. Oh, er hat die Lanze rausgeholt, die Feuerlanze. Okay. Weißt du, der Genshin Impact mit Tartaglia. So. Eine hochrangige Führungskraft in der Abteilung für strategische Investitionen und eines der 10 Steinerzen. Macht am macht sich selbst zum Würfel, um sich Tropfen. Okay. Kann Topos auch so was? War ziemlich cool. So. Guck mal, was du drauf hast. Storybosse sind normalerweise nicht so unglaublich schwierig. So, ich habe auch ein IFK-Mitglied auf meiner Seite. Ich habe nur keine Charaktere, die ja schneller Dings brechen können. Oh Gott. Ich höre Punktzahl. Was? Ich soll so viel wie möglich angreifen? Okay. Weil du hält einen Punkt. Was? Ah. Was so? Was ist gerade passiert? Okay. Wenn man aber Schaden. Oh Mann. Natürlich ist mein Heiler schon wieder hier außer Betrieb. So. Muss ich mal einmal heilen hier. Ja. Mal den hier. Na, auf jeden Fall Schaden. All in. Ja, so 4 Ziele wie möglich an. Sehe ich da irgendwie. Da kann das Schicksal des Spielers bestimmen. Weiß, wenn ich jetzt meinen Skill einsetze und. Was, wenn ich den hier mache? Oh, ich muss das machen. Okay. Gut zu wissen. Ich steile eine Musik ab. Okay, bis jetzt macht er noch nicht so viel Schaden. Na komm her. So, ihn können wir wenigstens brechen. Ich glaube, das letzte Mal, als wir gegen Storyboss gekämpft haben, konnten wir den gar nicht brechen, ne?
So, soll ich noch mal angreifen? Ja, ne. Echt coole Jazzmusik. Wenn das nicht ein, der hat mehrere Lebensbalken, sehe ich gerade, das definitiv ein Weltboss, den ich freischalte danach, ne? So, ich nehme mal Baylo, ja. Sonst heilt. Man trotzdem nicht so viel Schaden. So, warte mal, da habe ich gerade den 3 gesehen. 5. Der Ultimate, der Ultimate wird aktiviert, okay. Ja, warum nicht, ne? Ich habe da so Zahlen gesehen im Hintergrund. Na, bei den schnell genug erledigen, ich weiß nicht. Er scheint sich jedenfalls nicht die ganze Zeit hoch zu buffen. Das könnte lange dauern. Oh, 2-1 habe ich da gesehen. 5, jawohl. Ah, ihr links wird auch aufgefüllt. Sehr gut. Brich. Don't mind if I do. Oh, weil man unsere Dinger hier weg, weil Sparkle Ultimate hier einsetzen kann. Machen wir mal zur Sicherheit, ne? Ja, jetzt ist er noch chillig, aber der dreht wahrscheinlich gleich jetzt richtig durch, ne? Okay, 2, 3, 4, 9. Au! Oh mein Gott, er hat voll weh getan. Gott. So, ich habe Sparkle auf meiner Seite. Nur zur Sicherheit. Also diese ganze Hintergrundgeschichte dient eigentlich nur noch als Bösewicht Motivation oder was? Ich weiß nicht, ob es dann notwendig war, so viel auf seinen Charakter einzugehen die ganze Zeit. Und er so oder so jetzt der Bösewicht geworden ist. Ah, zweite Phase. Alles klar. Nehmen wir mal das hier. Die Musik gerade umgeschlagen irgendwie. Okay, nimmt er jetzt gerade irgendwie mehr Schaden oder bin ich mir nur ein? Ich habe da eine 3 gesehen. Nein. Hier. Komm mal, hier. 5. Nein. Aber warte mal, kann ich mehrere angreifen? Kann ich sogar. Oh Gott. Oh Gott. Er hat Gig. Er hat Geld auf uns runterprasseln lassen. Oh Mann, oh Mann. Nein, Topaz ist gestorben. Baylor, sie kann einmal pro Kampf jemanden wiederbeleben. Oh mein Gott, ich werde ja gleich sowas von sterben wieder. Ja, was soll ich machen? Ja, super.
Alter, 6 Punkte. Was soll ich denn dagegen gut schön machen? Also Archon wird die ganze Zeit ihre Dings hier voll bekommen dadurch. Ja, das ist aber kacke. Der 6 ist voll schwer. Okay. Jetzt macht er schon wieder. Okay, der kommt schon wieder leicht zum Zug. Alter, bleib doch mal locker hier. Da kommt die ganze Zeit hier Züge wie blöd. Kann ja gar nichts machen. Und meine Highline ist natürlich wieder hier außer Betrieb. Ich hasse das. Alter, ich kann mit denen gar nicht angreifen. Ey, da kann ich ja gar nichts mehr mit dir machen, ja. 9 Punkte. Wie soll ich denn das machen? Aha. Wie soll ich dein Land bitte schön überleben? Ja. Wie soll ich dann 9 Punkte hier kriegen? What? Und ich kann nichts dann danach machen. Ey, das ist voll unfair. Jetzt macht er das schon wieder. Ja, was? Na, jetzt greife ich. Alter, wie soll man denn das schaffen? Ja, und nun? Ja, Topaz ist tot. Geil. Ey, das kann doch nicht sein. Der macht das jetzt die ganze Zeit. Ich kann da gar nicht drauf reagieren. Ich kann mal gar nicht ihn anzugreifen hier. Ey, das ist unfair. What? Oh mein Gott, die wurde einmal nicht davon betäubt. Okay, dann tut er einen doch nicht immer betäuben. Er war ja voll beschissen. Da macht er jetzt nicht echt nicht jeden Zug, oder? Na super. Alles gebracht. Okay, das. Tja, wie soll ich dann 8 Punkte? Wie soll man das schaffen? Das ist unmöglich. Hier geht er mal höher. Mit den anderen beiden brauche ich doch gar nicht versuchen. Ich meine, sie kriegt ihre Ultimate die ganze Zeit voll, aber okay, die anderen beiden sind dann die ganze Zeit. Alter, willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist voll die unfaire Mechanik hier. Ey. Wie? Das geht nicht. Oh mein Gott. So, jetzt hör. Boah, jetzt kann sie mich angreifen. Warum wurde sie überhaupt angegriffen? Sie hat doch mehr als 9 Punkte. Ey, was zum. Was ist das? Die sagen. Ey, da gibt's nicht mehr als 6 mit. Ja, ich hab verloren. Wie sollst du denn das machen? Der macht das jetzt jedes Mal. Ja, cool, geiler Kampf, ne? Voll gebalanced und so, ne? Ja, da habe ich eine 4 gesehen. Oder eine 3. Warum? Was ist das denn für ein unfairer Kampf? Ja, diesen Kampf kann man auch gar nicht gewinnen dann. Ey. Ja, mein Team kann ich jetzt hier nicht ändern, ne? Ja, ich würde sagen, den Kampf machen wir beim nächsten Mal noch mal, weil der,
Na gut, dann gehen wir hier raus und versuchen den mit einem besseren Team beim nächsten Mal, ne? Weil das ist ja wohl, den kannst du ja gar nicht gewinnen, den Kampf dann. Das ist ja voll unfair. Der tut jetzt die ganze Zeit seine Ultimate Spam und hält mich davon ab, den überhaupt anzugreifen. Hey. Ja, gut, dann gehen wir nächstes Mal da rein mit einem besseren Team, ne? Tun wir eben nicht irgendwie, weil nicht hier. Ein bisschen rumalbern mit hier unserem Story-Team, ne? Geh mal, dann nehme ich halt vernünftige Charakter und mach den fertig, ne? Gut, ja, beim nächsten Mal ist der sowas von dran, ne? Das sage ich euch jetzt schon. Gut, dann sage ich aber Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Ciao.